Moin Leute und herzlich willkommen, Megabit hier am Start mit den Highlights der Virtual Bundesliga Club Championship. Heute zeige ich euch die Highlights von den Partien gegen Arminia Bielefeld und den VfB Stuttgart. Aber ich möchte mich vorneweg schon mal dafür entschuldigen, dass die Spiele jetzt nicht mehr so aktuell sind. Die Saison ist ja eigentlich schon beendet, aber es war mir nicht möglich, das parallel zu begleiten, weil ich viel unterwegs war bei internationalen Turnieren. Und deswegen kommt das Ganze erst jetzt. Wie gesagt, Entschuldigung dafür. Wir fangen hier an auf der Xbox. Dort musste ich gegen Wut antreten und konnte einen Traumstart hinlegen mit Martin Harnik hier direkt nach 5 Minuten treffen. Und es ging auch weiter, hier Pizarro auf Harnik, der dreht sich, Flachschuss, perfektes Time-Finishing, direkt das 2:0 hinterher. Und gleiches Spiel nochmal, Pizarro schickt hier Harnik durch, starker Pass, er bleibt eiskalt vor dem Tor und macht in der 21. Minute schon den Hattrick perfekt. Dann ist lange Zeit nichts passiert in der 68. Minute, dann der eingewechselte Sargent wieder auf Pizarro, der an so ziemlich jedem Tor beteiligt, ohne selber ein Tor zu schießen. Starker Pass, Johansson mit dem Time-Finishing. Trotz des schwächeren Linken geht er dann rein. Und dann Pizarro behauptet wieder den Ball, der Ball geht allerdings glücklich durch. Sargent dann vor dem Tor ins kurze Eck zum 5:0. Also im Abschluss lief es perfekt. Nahezu jede Chance wurde genutzt und Wut kam dann noch in der 87. Minute zum Treffer mit Chiplock. Starkes Finish hier, Finesse ins lange Eck, keine Chance für Pavlenka. Aber das letzte Wort hatte in dieser Partie dann noch ich. Jojo Eggestein wieder aus dem Stand, Flachschuss eigentlich, aber so hart aufgeladen, dass der mit Time-Finishing dann hochkommt und unhaltbar für den Keeper ins Tor geht. 6:1 also der Endstand und dann gingen wir schon ins 1:1 auf der PlayStation zwischen Krapsi und Mo. Und lange Zeit, beziehungsweise in der ersten Halbzeit, kaum was passiert. Und in der 50. Minute Mo dann mit einem schönen Angriff hier über Maxi Eggestein macht der Meter. Sieht Kruse, behauptet dort auch weiter den Ball. Harnik dann auf Johansson, klasse zu Pizarro. Der wird dann noch gelegt, kein Foulpfiff, aber Johansson kommt zum Schuss. Und dann geht der Abpraller zu Pizarro, der wieder schnell aufgestanden ist. Und dann stand es 1:0. Aber Krapsi, ja auch gut in der Partie, behauptet hier auch stark den Ball und schickt jetzt hier Massimo. Der sieht wieder Chiplock und der geht in die Tiefe. Langkamp, ja, sah da nicht ganz gut aus. Pass in die Mitte und dann ist es passiert. 1:1 und das war es dann auch am Ende. Wir sehen die Statistik. Ausgeglichene Partie. Krapsi konnte vor allem mit seinem Passspiel überzeugen. Sehr passsicher und hat hinten nicht viel anbrennen lassen. In 2 gegen 2, ja, auch lange nichts passiert. Bis zur Halbzeit. Kaum Torchancen auf beiden Seiten, aber dann kamen wir nochmal kurz vor dem Halbzeitpfiff zum Abschluss. Mo hier mit Pizarro versucht es einfach aus der Distanz. Finesse auf Grün getroffen und der geht tatsächlich rein. Ja, ganz wichtiges Tor für uns, denn dieses Tor bringt dann Sicherheit, sollte man meinen. In der 68. Minute dann nach dem Einwurf Traumkombination und First-Time-Finesse, also ersten Distanzschuss, was man nicht mehr häufig sieht und dann auch ein First-Time-Finesse. Da stand es 1:1 und dann sollte es zum wohl traurigsten Gegentor von uns im 2 gegen 2 in der Saison kommen. Hier Riesenfehler von mir mit Klaassen, wo passe ich hin? Und Mo, ja, panikt dann genauso als Reaktion und macht das Foul. Also erst ich mit dem Riesenpatzer und Mo dann auch. Und dann stand es 2:1, die Doppelfehler-Kombi sollte dann diese Partie entscheiden und Bielefeld holt im Doppel 3 Punkte und damit geht es insgesamt 4:4 aus, Punkteteilung und unentschieden. Und dann kommen wir auch schon zum absoluten Spitzenspiel zwischen Werder Bremen und den VfB Stuttgart. Platz 1 gegen Platz 2. Dieses Spiel sollte also am 15. Spieltag richtungsweisend für den restlichen Verlauf der Saison sein. Los ging es auf der Xbox zwischen mir und Dr. Erhano. Dr. Erhano in dieser Saison echt stark auf der PlayStation unterwegs. Ja, wird wahrscheinlich auch die WM-Qualifikation packen. Und dementsprechend war das eine enge Partie in der 32. Minute. Schöne Kombination. Ich komme hier zum Abschluss mit Pizarro. First Touch auf dem linken Fuß. Und der Keeper ist mit den Fingerspitzen noch dran, aber der Ball geht trotzdem rein. 66. Minute dann, gut verteidigt hier und dann kam es zum Konter. Sargent, der ganz frisch ist, kann hier sein ganzes Tempo ausspielen als Stürmer. Legt rüber zu Johansson und da habe ich Erhan ausgeguckt. Ja, geh links vorbei und Johanssons schwacher Fuß macht das 2:0 und wir sehen hier am Ende die Bilanz für den Sieg. Ich hatte eine eiskalte Chancenverwertung, relativ wenige Spielanteile. Erhan hat auf den Ausgleich gedrückt, aber ich bin eiskalt geblieben. Und endlich hat es mal mit der 0 hinten geklappt, ansonsten war das ja defensiv immer die Sorge.
Im zweiten Spiel dann Mo gegen Lukas und Lukas das aufstrebende Talent auf der PlayStation. Er ist 16 Jahre jung, aber trotzdem schon so konstant in seinen Leistungen. Ja, hat das Tor gemacht, aber kurz vor der Pause Mo mit einem etwas glücklichen Ausgleich. Kurz nach der Pause dann wieder Lukas am Zuge. Scharfer Pass nach vorne, Langkamp. Was macht denn der bei der Ballannahme? Ja, glücklich, dass Gomez zum Abschluss kommt und ja, der ging dann rein und dann musste Mo dem Rückstand wieder hinterherlaufen und Lukas gab das volles Selbstvertrauen. Der war jetzt überragend am Drücker, wartet hier ruhig und schickt mit Donis Gentner durch und Gentner legt das 3:1 hinterher und das konnte Lukas dann auch ja, die restlichen Minuten verwalten und kurz vor dem Ende dann sogar nochmal hier mit Gomez zum 4:1 kommen. Absolut überragend gemacht, erst durchgeschickt. Dann dieser unerwartete Dragback und dann noch der perfekte Flachschuss ins kurze Eck. 4:1 am Ende, großen Respekt an Lukas für diese Performance. Und so sollte die Entscheidung über ja, diese Spitzenpartie dann im 2-2 stattfinden. Und wir hatten auch einen kleinen Fehlstart, sind zwar gut in die Partie gekommen, aber dann dieser lange Ball und die Flanke konnte nicht mehr verhindert werden. Kopfball zum 1:0 und ja, damit mussten wir in der zweiten Halbzeit einen Rückstand hinterherlaufen. Im 2:2 ist das ja oft kritisch, aber dann haben wir so ziemlich die beste Partie oder die beste Halbzeit im 2:2 überhaupt gespielt. Hier, ja, erst den Angriff vermieden, dann schöner Konter über 2-3 Stationen, Harnik durch und direkt danach, ja, wieder Harnik schickt hier Pizarro in die Tiefe. Klasse Ball von Mo auf mich und ich bleibe eiskalt im Abschluss. Innerhalb von 5 Minuten also die Partie gedreht. Und dann waren wir wieder am Drücker und es sollte immer weitergehen. Dieses Umschaltspiel in dieser Partie, gerade in der zweiten Halbzeit, war überragend. Ich lege nochmal rüber und Mo mit Johansson. Dieser Abschluss war dann nur noch Formsache. Und dann hatten wir einen beruhigenden 2-Tore-Vorsprung. Erhan und Malut konnten sich dann in dieser Situation nochmal festsetzen im Strafraum. Wir hatten keinen Zugriff für längere Zeit, auch hier nicht. Und dann wird der Ball rübergelegt. Donis machte die Partie nochmal richtig spannend. Aber kurz darauf, hier Maxi Eggestein schickt Sargent und Mo legt direkt weiter rüber. Pizarro, von mir gesteuert, legt dann nochmal rüber. Und Rashica muss nur noch einschieben. 4:2, das sollte es dann an sich gewesen sein. Stuttgart musste komplett aufmachen. Und da ließen wir uns es nicht mehr nehmen, im Umschaltspiel die Chancen dann auch zu verwerten. 5:2 und in der letzten Aktion des Spiels nochmal Pizarro auf und davon. Die Versuche, ihn zu faulen, scheitern und im zweiten Abschluss dann sogar das 6:2. Und damit holen Mo und ich extrem wichtige 6 Punkte gegen unseren ärgsten Konkurrenten VfB Stuttgart und sind damit drauf und dran, ja, guten Vorsprung zu haben in der Meisterschaft. Hier also der aktuelle Tabellenstand nach 15 Spieltagen. Durch den 6:3 Erfolg halten wir den VfB Stuttgart auf Abstand und haben jetzt 9 Punkte Vorsprung und dementsprechend alles in der eigenen Hand, um auch bis zum Ende der Saison oben auf Platz 1 zu bleiben. Wenn euch die Highlights gefallen haben, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Da würde ich mich sehr darüber freuen und in diesem Sinne, wir hören uns dann wieder beim nächsten Video.